Ich höre ihn flüstern. Einer geht hier lang. Wieso geht er hier lang? Vielleicht ins geschlossen rein, Lena. Okay, jetzt muss ich suchen. Klasse. Dann gehen wir jetzt auf die große Suche nach der Wahrheit, die hier irgendwo verborgen ist. Nur wo? Wobei, wir laufen erstmal da hinten hin. Schritte führen mich hier hin. Komisch. Ja, wir laufen erstmal hier lang und dann werden wir sowieso, wenn wir zurücklaufen, werden wir sowieso dann einen Weg finden, würde ich sagen, ne? Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, jetzt hier durchzulaufen. Gerade weil wir ja den ganzen schönen Weg hier nochmal durchlaufen. Ach, da, wunderschön. Wäre ich doch zuerst mal da hingegangen. Wo Spuren zeigen in die Richtung geht, alles easy. Oder laufen wir doch zurück? Müssen also hier hoch, wahrscheinlich da geradeaus durch, oder? Oder hier lang? Diese Banner. Sie haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Was für eine Banner? Bitte sehr. Ach, da oben, ne? Warte mal. Was? Bitte sehr. Einen Moment. Ich hab ernsthaft gedacht, dass hier irgendwas sein muss. Aha. Was hat mir das jetzt gebracht? Da hoch komme ich nicht, ne? Geronimo! Sterben wir mal! Oh! Das war auf jeden Fall knapp. Mal gucken, was haben wir hier? Vielleicht ist hier auch irgendwo das Chiffre, ne? Ja, das kann durchaus sein. Hier ist nichts. Hä? Muss hier nicht eigentlich ein Riss sein oder so? Irgendwas? Was ist denn die Scheiße? Ich sehe gar nichts. Achso, Fahrstuhl. Oh. Jo, meine Liebe, wir kommen hier nicht hoch. Entweder gibt es einen Alternativweg oder ich weiß auch nicht. Sieht so aus, als würden wir da irgendwie hochkommen. Frage ist nur wie. Ich warte hier unten. Ob es irgendwas mit dem hier zu tun hat? Ne, hier ist kein Weg. Na schön, dann gehen wir halt wieder runter. Vielleicht ist hier lang gelaufen. Das würde wenigstens Sinn machen, ne? Ah, was haben wir denn hier so Schönes? Das heißt, wir müssen wahrhaftig hier entlang. Und vielleicht müssen wir jetzt in diesen Raum, den wir vorhin aufgemacht haben. Kann das vielleicht sein? Wir laufen mal dahin. Hat da jemand geschossen? Schießt doch jemand. Ihr miesen Pisser habt mich so furchtbar erschreckt. Wow. Bezieht euch! Ich habe gerade Besseres zu tun. Okay, fangen! Gut so. Pisser, ich habe keine Salze mehr.
shit, ich habe keine Salze mehr. Ah, Salze. Ja, du kommst ein bisschen spät, meine Kleine. Hier, bitte. Gut. Du miese kleine Ratte, ey. Das sind vielleicht welche. Alles voller Pisser hier. Okay. Wir sind hier anscheinend jetzt richtig. So viel kann ich sagen. Ich weiß es nicht. Wir waren vorhin hier. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier irgendwas gewesen. Wow. Plötzlich sind hier überall Leichen. Oh, jetzt können wir hier rein. Dann drücken wir mal den Fahrstuhlknopf. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir hochgehen, aber... Okay. Kathedrale der Bank des Propheten. Kathedrale? Das ist nicht so nett. Überhaupt nicht gut, was hier abläuft. Wir können hier nicht rein. Das können wir hier nicht rein. Das scheint doch eine ordentliche Tür zu sein. Da ist der! Oh, ihr. Ich will mal die alle hoch. Na komm. Verzieht euch. Schneidet ihm den Weg ab. So, noch jemand, der aufs Maul will, ja? Du brauchst doch nichts mir geben, ey. Ich mach dir auch so kalt. Die halten sich hier für die Größten, weißt du? Ja, ja, gib her. Aber dabei können die nichts. Ich muss mich hier nur ein bisschen verstecken. Ihr werdet mich auch nicht kommen sehen. Du bist tot. Ihr seid alle tot. Oh yeah. Der ist auch weg. Mir geht die Munition aus. Shit. Versteckt. Munition, hier. Ja, dann gib. Hier, bitte. Perfekt getimt. Jo, danke. Schrotflinte brauche ich nicht. Wer braucht denn schon eine Schrotflinte? Das ganze Geld mal hier an uns. Wir haben ja Zeit gerade, ne? So, auf wen schießen die überhaupt? Ich laufe hier durch die Gegend und freue mich hier so meines Lebens und die schießen irgendwo in die Gegend und denken mich zu treffen. Wo ist diese einsame Irre? Krankes Persönchen. Meint mich hier alleine im Alleingang fertig machen zu können. Und schreit die Leichen an, dass sie mich abknallen sollen. So, Zeit sich hier ein bisschen umzuschauen, denn hier waren wir ja noch nicht. Hauptsache nicht mal irgendwo ein Ort, wo wir noch nicht waren. Okay, mal gucken, was hier so oben gibt. Tür geht auch nicht auf. Was geht hier eigentlich zur Hölle nochmal auf? Ah, hier waren wir noch nicht drin, ne? So, nehmen wir das noch. Und hier das Geld noch. Und was haben wir noch hier so Schönes? Nee, das will ich nicht. Na komm, hier, das schadet auch nicht. Ich könnte mal wieder ein Lockpick nehmen. Haha. Gerade erwähnt und schon haben wir es wieder hier. So gefällt mir das. Könnt ihr auch einfach mal spaßeshalber mal eine andere Waffe verwenden, ne? Aber. Nö. Ich hab Spaß mit dem, was ich hier habe. Wobei, ja komm, nehmen wir einfach mal das Schießeisen, so just for fun. Ja, damit wir auch ein bisschen Abwechslung haben, ne? Muss ja auch nicht sein, dass wir immer mit der gleichen Waffe rumlaufen. So, wir sind im Kreis gelaufen, wir müssen in die Richtung. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber wuhu! Nur die Ruhe, alles in Ordnung hier. Ja, ich habe ja auch alles getötet.
Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Okay. Wir laufen aber erstmal hier in die Ecke. Was haben wir denn hier so Schönes? Oh, ich sehe da hinten was ganz Gutes. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Echt? Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Krass. 50%. Ich glaube, ich drehe durch. So, Hut, elektrische Berührung. 50%ige. Ja. Es hat einfach gerade zum Gespräch gepasst. 50%ige Chance, dass ein Nahkampfangriff zielbetäubt wird. Opfer ist 3 Sekunden lang verwundbar. Aber wir nehmen das auch nur mit. Wir brauchen das nicht. Wir arbeiten ja nicht so mit Nahkampf, ne? Hab ich ja schon gemerkt, ich schieße ja gerne mal auf den Kopf. Und das macht man am besten aus der Ferne. Natürlich kann man das auch aus dem Nahen machen, aber dann trifft man ja nicht so gut. Was ihr auch schon des Öfteren bei mir gesehen habt. Hodor! Was bedeutet das also eigentlich? Mal sehen. Tippe 3 Buchstaben für Stimme. 3 Buchstaben? V-O-X. Los, die Schreibmaschine. Das stand aber schon mal da. Naja, wir haben es gefunden. Hierher. Nehmen wir ein bisschen Leben. Oh. Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner. Aber das kann nicht sein. Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert, wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Der Prophet ist ein Mörder, das wusste ich eigentlich schon von vornherein. Aber ihm wurde ja nichts offenbart. Ich meine, jeder kann Prophet werden. Er muss einfach nur sagen, ey Leute, ich hatte eine Vision. Mir kam so ein kleines Eichhörnchen entgegen und hat mir gesagt, ich soll die Leute hier in eine Eiche bringen. Müsste funktionieren. Werden bestimmt genug Leute daran glauben und ihr könntet euch einen Arsch voll verdienen. Aber richtig. Ihr könntet alles Mögliche mit dem Geld anfangen. Euch eine Kirche bauen. Hast du nicht gesehen? Ah, hier ist ein Safe. Ich weiß nicht, ist das der richtige Weg oder? Wo führt mich das hin? Zu einer verschlossenen Tür. Wunderschön. Gehen wir halt hier lang. Natürlich durchsuchen wir hier erstmal alles und hier kommen wir nicht rein. Hier ist aber ein Safe. Warum gibt es hier Türen, die nicht aufgehen? Och nö. Okay, probieren wir mal unsere Waffe aus. Ah. Was das ist. Aber das ist mir zu doof. Vielleicht benutze ich nachher mal eine andere Waffe. Ja, komm, jetzt stirb halt. Das ist übrigens meine Favoritenwaffe, mitsamt dem Revolver, weil das der DMA in Halo gleich kommt. Deswegen spiele ich gerne mit der. Und ich bin halt ein DMA-Spieler, kein BR-Spieler. Was zur Hölle? Achso, das ist ein Sniper. Was ist das die ganze Zeit? Was ist das hier für Rauchwolken, die überall sind? Dabei wollte ich die ganze Zeit weggesnipert. Ich dachte, hier wäre noch ein Rabe. Haben wir da nicht einen Raben gesehen am Anfang? Na komm, arbeiten wir ein bisschen mit dem Maschinengewehr. Ja, danke. Gut. Nehmen wir halt das hier mal. Just for fun. Kann ja nicht schaden. So, leer und... Naja, immerhin. Lass mich durch. Durchsuchen wir erstmal alles, bevor wir weitergehen. Hier gibt es kaum noch was zu durchsuchen. Am Anfang gab es viel mehr zu durchsuchen. Das hat viel mehr Spaß gemacht.
Aber trotzdem ist das Spiel eigentlich recht geil.